Guten Morgen. Es geht weiter mit dem Busausbau. Es ist Wochenende und ich wollte euch jetzt den neuen Zwischenstand zeigen. Also, jetzt sind beide Bodenplatten festgeschraubt. Ihr seht hier vielleicht die Schrauben und so weiter. Hier haben wir dazwischen Panzertape geklebt, damit die nicht aneinander sozusagen scheuern und dann wird es irgendwie laut. Und ich habe jetzt hier den Staubsauger. Und werde jetzt hier überall einmal durchsaugen, weil hier noch ein bisschen vom Bohren halt ein bisschen Dreck ist. Und dann habe ich hier den fertig zugeschnittenen Bodenbelag und werde den, Moment, ich kann euch auch mal das Klebeband zeigen. Ich werde den mit dem Klebeband, das habe ich euch glaube ich schon mal gezeigt. Ich habe jetzt die Verpackung schon abgemacht, wo drauf steht, was das ist, aber eigentlich ist es für Teppich, ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall damit hier festkleben. Und ja, bitte meine Frisur ignorieren, es ist Samstagmorgen. Ich bin wirklich nur aus dem Bett aufgestanden, habe meine Haare hochgemacht und bis jetzt, also haben gefrühstückt und sonst habe ich aber noch nichts gemacht. Also meine Haare sind noch nicht gemacht. Genau. Ach so, und hier hinten seht ihr vielleicht, ich will da jetzt nicht hinlaufen, aber hier hinten diese Schwelle ist wieder drin, die originale Verladekante sozusagen, die konnten wir wieder super integrieren. Praktisch, die geht jetzt unter dem Holz, aber über dem Armaflex, so wie ich das jetzt richtig verstanden habe, ist sie da drin. Ja, und hier die dritte Stufe ist noch nicht drin, da müssen wir uns noch was überlegen. Und hier, wo der eine Sitz hinkommt, da habe ich jetzt auch mal das Holz und alles rausgenommen, damit ich mit meinen Füßen drauf kann. Genau. Ich werde jetzt durchsaugen. Dann werde ich überall so Klebestreifen, das ist so doppelseitig, ne, werde ich überall hinkleben. Dann werde ich den Bodenbelag einmal komplett drauflegen, perfekt ausrichten und dann hebe ich den immer eckenweise an und ziehe diese eine Schicht ab vom doppelseitigen Klebeband und dann drücke ich ihn wieder fest, fertig. So, ich hoffe ihr seht, ich ziehe mir nämlich gerade noch die Schuhe an. Der Bodenbelag ist drin, ne? Ist fertig geklebt und das ging jetzt mal super schnell. Ich habe zwar mein Handy nicht dabei, ich habe keine Ahnung, wie spät es ist und wie lange ich insgesamt gebraucht habe, aber ich weiß ja, also ich kann das ja auch schon einschätzen, ja, während ich was gemacht habe, beziehungsweise ja einfach, dass es schnell ging. So. Ich ziehe, wie gesagt, gerade noch meine Schuhe an, weil ich habe jetzt hier nochmal durchgesaugt auf dem Belag. Erst halt unten runter, dann auf dem Belag. Und ich zeige euch das auch gleich nochmal von hinten. Und ja, sieht schon echt wohnlich aus. Und ich glaube, ich habe auch schon erzählt, ne, das war auch der Belag in dem Zimmer, was ich bei meinen Eltern habe, in dem Haus, was meine Eltern gekauft hatten. Ungefähr ein Jahr, bevor ich zu Hause ausgezogen bin. Und da habe ich mir dann den Bodenbelag da reinlegen lassen. Echt cool. Wirkt wohnlich. Hier ist nochmal diese Schwelle, was ich euch gezeigt, erzählt, was auch immer hatte. Und, ach, haben wir schon gezeigt. Wir haben hier einen Aufkleber drauf gemacht. Der eine hier geht ab. Den werde ich gleich noch mit doppelseitigem Klebeband fixieren. Ja. Da haben wir auf jeden Fall noch ein paar Aufkleber gesammelt. Jetzt die letzten Tage und die werden wir nachher noch draufkleben. Ich saug eben hin noch diese Schwelle aus, diese Verladekante, weil da habe ich gesehen, die ist noch dreckig. Und dann gehe ich hoch und dann mal gucken, wie es weitergeht. Wir haben heute noch echt viel zu tun, aber wir sind auch schon gut in der Zeit. Es ist 11.30 Uhr, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, es ist noch irgendwie so zwischen 9 und 10, aber ich glaube, wir sind auch um 9 erst aufgestanden. Aber trotzdem, also wir sind echt, echt gut im Plan. Sorry, wegen der hässlichen Kameraperspektive. Also ich sauge hier nochmal die Schwelle ab und dann klebe ich den Einaufkleber nochmal fest und dann ja, gehe ich hoch. Endlich geht es mit dem Bus weiter. Ihr wisst gar nicht, was in der letzten Zeit alles passiert ist. Es war eine ganze Menge und wir haben wenig gefilmt. Ich bin gerade im Bus. Hier sieht man noch nicht so viel, weil alles, was passiert ist, ist halt oben passiert. Also wir haben ganz viel drin gemacht. Ich kann euch eben mal erzählen und wir lassen Bilder einblenden, weil wir haben auch Bilder gemacht. Also, erstmal haben wir die Deckenverkleidung tapeziert. Ja, ihr habt richtig gehört, tapeziert. Das hat auch einen Grund, weil so wie sie jetzt halt aussieht, kann sie nur aussehen, da sie tapeziert ist. Und das ist halt echt irgendwie eine ganz schön coole Sache, finde ich.
Dann haben wir, ich überlege gerade so ein bisschen chronologisch, dann haben wir die Wandverkleidungen gestrichen. Und zwar also mit ganz normaler Wandfarbe in Weiß. Wir haben uns dazu entschlossen, die originalen Wandverkleidungen sozusagen zu behalten. Und haben die gestrichen. Dann haben wir angefangen, das Bett zu streichen. Das ist auch noch nicht ganz fertig. Ich weiß gar nicht, ob es davon jetzt Bilder gibt. Wenn ja, habt ihr die schon gesehen. Und die Küche war ja eh schon fertig gestrichen. Und wir haben dann auch die Kisten für die Küche, wo das Zeug drin ist, gestrichen. Genau, und ich bin jetzt gerade hier im Auto. Und das ist das Problem von der Mäusetrippe, das Ding heißt Mäusetrippe. Weil wir die jetzt nicht mehr so fest machen können, wie sie mal fest war. Aber wir wollen die trotzdem noch anbringen. Ich muss jetzt hier halt eben mal durchgucken. Tja, weil ich das ultra schlecht einschätzen kann. Das war Philipps Idee, hier so ein Holzding drunter zu machen. Ich muss das jetzt mal eben, ich muss das hier ranhalten. Also einmal so und dann die hier wieder so. Und jetzt muss ich das zusammen mal abnehmen. Eigentlich ohne es zu verschieben. Aber es dürfte passen. Okay, Plan jetzt. Als allererstes das Teil hier festzuschrauben an der Bodenplatte. Und dann die Mäusetreppe an beidem festzuschrauben. Und das möglichst noch optisch irgendwie schön. Dann zeige ich euch, was fertig ist. So, Zwischenstand, das war eine Sache von 1,5 Minuten. Das Ding hier ist bombenfest mit 4 Schrauben. Und jetzt kommt das hier noch drauf. Okay, und jetzt noch eine Sache von 1,5 Minute. Das Ding hier festschrauben. Die Sache ist, dass ich, das ist jetzt fest, aber dadurch, dass es in sich halt rumwackelt, nicht perfekt fest. Hier oben sind noch Schraubenlöcher, die jetzt natürlich keinen Zweck mehr haben. Aber ich würde fast sagen, also man könnte hier dahinter noch eine Leiste machen, wo man es noch dran festschraubt, die dann so breit ist wie das hier, ne? Und dann hier dahinter man legt und man die dann hier, aber nee, eigentlich nicht. Ich glaube, es ist fertig. Hey, das ist unser erster Camper, das ist alles do-it-yourself. Ihr seht hier selbst, es ist super dreckig, ne? Aber ich habe einen Staubsauger dabei, der wird jetzt auch gleich nochmal zum Einsatz kommen. Es ist also alles selbst gemacht, es ist alles ein bisschen gebastelt schon, aber es ist unser erster selbst ausgebauter Camper. Es ist alles zum Ausprobieren und so weiter, von daher, ja. Es muss nicht perfekt sein, es muss funktionieren und für die Optik kann man noch genug tun, haben wir auch schon, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, ich habe nämlich vorhin noch, beziehungsweise noch gar nicht erzählt, wir haben nämlich für die Küche, habe ich ziemlich kurzfristig entworfen, ein Multifunktionsboard sozusagen, also für die Küche, wo wir den Autoschlüssel, also wir haben einen Haken für den Autoschlüssel, weil der war bis jetzt halt immer nachts irgendwo, also wir wussten, wo der ist, ne, aber wir haben halt nie so einen speziellen Ort für den gehabt. Dann haben wir gesagt, wir wollten immer schon so ein Schlüsselbrett sozusagen dafür haben. Dann ist da die Klopapierrolle, also eine Klopapierrolle dran, wo man sich zum einen halt für die Küche, also als Küchenrollen-Dings, Haushaltsrolle da was abmachen kann. Mal schnell und kurzfristig. Und zum anderen, wenn man halt mal muss, dann kann man sich da wirklich so wie zu Hause halt von der Rolle das Papier für abmachen. So. Und dann sind da noch Haken, wo man zum Beispiel abends, wir haben so eine Grubenlampe, nennen wir das, die kennt ihr bestimmt, haben wir bestimmt schon gezeigt, wo wir die dann abends ranhängen können. Dann ist aber auch eine Lichterkette dran, sodass wir es ganz, ja, ganz gemütlich haben. Dann habe ich dort noch eine künstliche Pflanze angeschraubt, damit wir halt hier auch noch eine Pflanze haben. Ich fotografiere das jetzt mal eben für Philipp. Genau, und noch was? Ach, ein Spiegel ist auch noch dran. Das ist so Küche und Bad, Mund, Wort. Alles in einem. Das
habe ich nämlich noch gebastelt und da habe ich mir auch ein bisschen Mühe gegeben, dass es schön aussieht. Zum Beispiel sind die Haken, die da dran sind, also die Haken für die Klorolle und für den Schlüssel sind alle golden. Und dann ist aber dafür, also der Rand vom Spiegel ist nämlich auch golden zum Beispiel. Oder ja, halt dann haben wir so eine Lichterkette in weiß und grau und sowas, also das ist was noch für die Optik, aber was ich eigentlich sagen wollte, es muss nicht alles schön aussehen, es muss vor allem funktionieren, aber wenn es schön aussieht, ist auch gut und ja, ein bisschen Deko wertet alles auf. Jetzt zeige ich mal Philipp hier mein Ergebnis von der Mäusetreppe und dann gehe ich hoch und lackiere das Bett noch fertig, solange der Kleine schläft und dann warten wir schon ganz lange auf die Klipse, um die Verkleidung wieder anzubringen. Sonst wäre ich schon längst dran, aber wir haben so Klipse, Originalklipse bestellt und warten da jetzt drauf. Die sollen eigentlich heute kommen. So ihr Lieben, ich denke, wir haben auch mittlerweile wieder genug Videomaterial für unser nächstes Umbauvideo. Deswegen hoffe ich, es hat euch gefallen. Ihr habt was gelernt, ihr wurdet inspiriert, vielleicht auch für euren eigenen Umbau. Und freut euch aufs nächste Video. Da seht ihr nämlich, wie wir die Verkleidungen anbringen, wie wir die Rathäuser verkleiden, wie die Küche eingebaut wird und eventuell auch schon, wie das Bett eingebaut wird. Und dann ist nicht mehr viel zu tun, aber es gibt noch einen Teil, der mir sehr Kopfzerbrechen bereitet. Mal gucken, wann der dann dran kommt. Das ist nochmal was, ja, wo ich persönlich sage, okay, das ist halt nicht so einfach easy peasy mal schnell hingemacht, so wie alles andere. Nee, sondern das ist halt echt was Größeres. Da seid gespannt, wann das kommt und ja, dann bis zum nächsten Video.